Willkommen zurück zu Pokémon Chill. Wir sind hier in der Engine City stehen geblieben. Wir haben die Arenaleiter kennengelernt. Doch leider ist das hier nicht die Arena, in der wir hinwollen. Denn die Arena, in die wir hinwollen, ist vielleicht so zwei, drei Routen leider entfernt. Man sieht's. Wir müssen nach Route 3 durch die Mine, durch Route 4 und dann sind wir erst hier. In dieser Stadt gibt es unseren ersten Arenaleiter. Dauert also noch leider etwas. Aber ich versuche mich ein wenig zu beeilen. So, aber erstmal wollen wir uns noch ein wenig erkundigen. Wir wollen ja nicht so schnell abhauen, würde ich sagen. Was ist das hier? Können wir nicht mit interagieren? Okay. Hier können wir nach unten. Was gibt's denn hier so? Ist das ein kleines Secret Roomchen? Oder was ist das? Gegner? Nee. Ich verspüre in dir zwar großes Potenzial als Trainer, aber es ist noch etwas zu früh. Komm wieder, wenn du Champ geworden bist. Was? Okay. Das sei so ein Ort für Endgame. Interessant. Okay. Dann gehen wir wieder hoch. Wie der will. Ich glaube, wir haben aber bisher sonst alles angeschaut so. Nur noch hier mit den paar Leuten reden, das war's dann, glaube ich. Dann geht's schon los. Wäre es nicht toll, wenn auch wir Menschen Pokémon-Attacken einsetzen könnten? Also ich denke schon, dass ich zum Beispiel einen Hyperstrahl zum Besten geben könnte. Wie du meinst. Die Arena-Leiter kämpfen unabhängig von der Arena-Challenge gegeneinander, um zu ermitteln, wer der oder die Stärkste ist. Na, was hältst du von unserem Geheimversteck? Wir wollen eine Arena, ein Arena-Stadion daraus machen. Viel Spaß. Hey, was mache ich jetzt nur? Mein Pikachu ist weg. Kann ich dir helfen? Was? Du hörst wieder mal, meinen Pikachu zu suchen? Danke. Mein Pikachu liebt es zu pfeifen und im Wasser zu planschen. Es versteckt sich also bestimmt irgendwo, wo es ungestört planschen kann. Aber gibt es so einen Ort in Enden City überhaupt? Es hat einen etwas seltsamen Ruf. Es macht immer Pfiii. Wenn du das hörst, pfeif doch mal. Okay. Mach ich. Aber hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Hier können wir nicht rein, okay. Hier können wir aber noch lang. Und da links ist, Hopp, glaube ich. Ja, das ist Hopp, glaube ich. Ich spawn halt nur gerade alles. Leute, wo sind wir denn hier? Beim Campen gekochtes Essen schmeckt super, okay. Ist so, hi, ist so, war, was geht. Ui, wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Ein ganz neuer Ort. Pokémon braucht Angriffspunkte, kurz AP, um Attacken einsetzen zu können. Menschen können sich hier das halt verändern, wenn sie denn nur wollen. Selbst für einen alten Knacker wie mich ist der Zug noch nicht abgefahren. Es geht schon in Ordnung, sich in der Stadt Kämpfe zu liefern, aber man muss dabei auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen. Ja. Ist das wieder so ein Gleis für später? Sieht so aus. Okay. Ich ignoriere das erstmal, weil das wird wahrscheinlich erst für später wichtig. So, lassen wir das mal. So, wo kommen wir hin, wenn wir hier den Fahrstuhl nehmen? Hier hin. Oder wo ist das hier? Das ist neu. Hier waren wir noch nicht. Das ist alles neu hier. Ah, hier bin ich. Okay, hier standen diese Typen. Herzlich. Hä? Was herrliches Wetterchen heute. Ja, super. Nein, Gala hilft man sich gegenseitig, so sind wir einfach. Ich leiste auch meinen Beitrag, indem ich hier auf freiwilliger Basis ein wenig aufräume. Oh Gott, Jugendsprache, bitte hört auch mit der Jugendsprache, bitte. Eine Unterhaltung muss nicht unbedingt bedeutungsvoll sein. Manchmal reicht es einfach nur, die Stimme eines geliebten Menschen zu hören. Ich weiß mal ein wenig, vielleicht finde ich ja irgendwo was. Hier gibt's irgendwas? Ja, ein Item. Bündel Vitalkraut. Okay. Guten Tag, geh mal rein. Hallo. Die Arenaleiter in Gala werden abhängig von ihrer Stärke in zwei Klassen eingeteilt. Die Oberliga und die Unterliga. Okay. Pix, hol Pix. Cabo ist ein feuriger Star, der aus der weit entfernten Höhenregion zu uns gekommen ist. Okay. Willkommen im Uniformladen. Suchst nach etwas Bestimmtem? Ah, hier können wir unser Uniform ändern. Oh, das ist ja richtig cool. Yo. Oh. Psycho sah nice aus.
Ups, wollte ich nicht. Okay, interessant. Ah, das ist ja neue Sachen hier. Okay. Welches wollen wir denn mal nehmen? Eigentlich mag ich alle. Ich kann mit allen leben. Aber welches mag ich am meisten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich lasse es tatsächlich erstmal. Ich weiß nämlich nicht, was ich nehmen soll. Und ich habe eh nicht so viel Geld. Von daher. So, was gibt's noch so, bevor wir aufbrechen? Na komm, eigentlich will ich so voll aufbrechen. Ich will gar nicht mehr irgendwas machen. Manche Pokémon sind völlig versessen auf Kämpfe. Manche mögen andere Sachen. Es gibt verschiedene Wege, mit Pokémon zusammenzuleben. Okay. Hier ist ein Pokéball. Oh Gott, ist das alles Öl oder ist es Wasser? Ich hoffe, das ist gesundes Wasser. Und nicht irgendwie sowas wie Öl oder... irgendeinen anderen Schrott. Gefällt es, ja. Los, Schallquapp. Zeit, den Heimweg anzutreten. Okay, gibt's nicht mehr. Okay, lass mal's. Los. Jum. Keine Ladezeiten sogar. Krass. Das ist echt cool. Ich spiele hier Hüpfelkreise mit Isso und meiner kleinen Schwester. Kennst du dieses Spiel? Dabei muss man auf einem Bein von Kreis zu Kreis hüpfen. Natürlich kenne ich das. Hier können wir mit Pokémon spielen. Yippie! Jo. Wenn du deine Frisur veränderst, kannst du im Pokémon Center mit Rotomia deine Liga-Karte aktualisieren. Kann ich auch ohne. Haha. Jeden Tag aufs Neue gebe ich mein Bestes und feuere meinen Lieblings-Arena-Leiter laut Hals an. Wenn man etwas wirklich gerne tut, hat man das nie satt. Okay. Die Arena-Channel ist eine richtige Reise, auf der man die Region an der Seite seiner Pokémon erkundet. Und immer daran denken, der erste Schritt ist immer der schwerste, alles weitere ist danach nur noch halb so wild. Joa. Die Stärke eines Pokémon macht gewiss einen nicht unerheblichen Teil seines Reizes aus, doch auch die Niedlichkeit trägt zum Gesamtbild bei. Jap, Niedlichkeit ist wichtig. So, noch mal kurz im Pokémon Center. Denn mit denen haben wir noch nicht geredet. Oh, doch haben wir. Doch haben wir. Ich laber Müll. Sorry. Oh. Da bist du ja. Du, ich hab die Idee. Wie wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich? Muss das sein? Komm schon, sei kein Froxy. Oha, was hat er gegen Froxy? Ganz ohne Training können wir das mit der Arena Challenge auch gleich bleiben lassen. Sorry. Wir alten Leutchen neigen ja manchmal dazu, große Reden zu schwingen und zu allem unserem Senf ab dazu zu geben. Mein Rat an die Jugend lautet bloß, lebt euer Leben, wie ihr es für richtig haltet. Okay. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz anzustinken. Wie du meinst. Ein dritter Hauptkampf. Mann, das ist so nervig. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir gehen das ganze Abenteuer lang nur mit Hopp. Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena Challenge. Okay. Er hat 3 Pokémon. Wir haben 4. Bald sogar 5 und bald sogar 6. Und schon down. Kein Problem für einen King. Queen. Ah, Memon ist ein King. Er ist ein Boy. 15 und 12. Nice. Memon müsste sich auch mal entwickeln, ne? Ich hoffe, der entwickelt sich nach dem Kampf. Das wäre cool. Etwas zu Thumbnails. Aber ich darf ja nicht zu viel spoilern in den Thumbnails, oder? Weiß ich nicht. Aber ich meine, mittlerweile. Weiß ich nicht. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total drauf. Oh, Level 2 für Wolli. Schutzteiler. Was macht das? Durch die Psychokräfte werden Verteidigung und Spezialverteidigung des Anwenders und das Ziel addiert. Was? Ja, okay, dann mach halt Imitator weg dafür. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab keine Ahnung. So. Ein Mikro. Ja, das kann nichts. Ich und in der Klemme? Nixa! So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt dafür gleich doppelt.
die Nummer 1. Wo gehst du jetzt down, mein Lieber? Das war's, Endstation. GG. Nenn mir das einfach zu krass. Das ist wohl noch viel, da ist wohl noch viel Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. Und Entwicklung? Oh, schade, ich dachte so, es hat so lange gedauert, vielleicht Entwicklung. Nicht schlecht, Rivalin. Du hast ordentlich was drauf, das muss ich dir lassen. Hier hast du meine Liga-Karte als Zeichen meines Respekts. Danke. Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen, knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schreibe ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hopp, als Furlongham. Aus Furlongham. Wie du meinst. Let's go. Route 3. Wenn deine Pokémon KP verlieren, kannst du sie mit einem Trank heilen. Und bei Vergiftung hilft Gegengift. Wenn du immer genug Items dabei hast, kommst du auch ohne Pokémon Center sehr weit. Stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja! Das Pokémon! CX-Sass ist so cute. Das fangen wir uns mal ein, würde ich sagen. Oh, die sind ja alle auf Level 14. Hm. Okay, ich muss dringend meine anderen Teammitglieder trainieren lassen. Aber Zigzags will ich fangen. Ich werde es leider nicht ins Team nehmen, auch wenn ich es unbedingt will, aber ich habe mein Team anders geplant und deshalb wird Zigzags was für, wenn ich irgendwann Schwert Let's Play. Ein Versprechen, wenn ich Schwert Let's Play kommt, dann Zigzags. Und wir haben's. Cool. Level 16, Level 12, cool, cool. Entwicklung? Entwicklung? Oh mein Gott! Ich kenne die Entwicklung noch gar nicht von Melmion. Nanu und Melmion entwickelt sich! Was? Glückwunsch, denn Melmion hat sich zu einem Fleckleon entwickelt. Was? Mir wurde schon gesagt, er wird zu dem Emo. Und ich kann verstehen, was damit gemeint ist. Okay, wie finde ich die Entwicklung? Weil ich will ja, dass Mermion in seinen letzten Entwicklungen cute aussieht. Cool und cute zugleich. Der tut das auf jeden Fall. Also ich beschwere mich jetzt nicht bei der Entwicklung. Ich finde die nicht schlecht. Tatsächlich finde ich sie nicht schlecht. Nur Mermion ist halt einfach cuter. Aber Fleckleon ist nicht schlecht. Geil. Geil, geil, geil. Oh mein Gott, ein Fleckleon. LOL. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Fleckleon. Oh, das ist gerade so ein Hype für mich. LOL. Nicht schlecht. Ehrlich nicht schlecht. Noch bin ich nicht unzufrieden damit. So, Vulcano wollen wir noch fangen. Dum, 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 dum. Ach, warte, welches Geschlecht ist eigentlich Zigzags? Na, das soll natürlich männlich sein. Es war weiblich. Kacke, dann müssen wir nochmal ein männliches fangen. Vulcano soll auch männlich sein. Von daher fangen wir es nicht. Oh, wie es aussieht, Fleckleon. Mistmal schmeißt so einen Wasserball. Ey, ich bin echt irgendwie zufrieden tatsächlich. Ich hab's nicht erwartet, aber ich hab nichts gegen. Geil. Dudum. Ich war mir jetzt im Überlegen, gegen wen ich kämpfen will. Was machen die Vulcanos da eigentlich? LOL. Hast du die Eröffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Mir auch. Und ich bin froh, dass wir endlich mal wieder einen Trainerkampf haben. Sogar gegen eine Hübschi, aber ich bin hübscher. Also, kannst du nichts sagen. Egal. Ein Vulpix. Pfah, ich hab einen Fleckleon. Hat's gar nichts. Aquavelle, schmeiß meinen Ball auf dich. LOL. Ich feiere das gerade so hart. Fleckleon. Level 13 für Evoi. Den Kampf habe ich verloren, aber die Lust am Kämpfen nicht.
Ich auch. Also zweites. Nächstes Jahr nehme ich definitiv auch an der Arena Challenge teil. So viel steht fest. Und hier, Leute, haben wir unser nächstes Teammitglied. Es ist Cortini. Cortini. Problem an Cortini bei mir ist einfach nur, ich würde es ins Team nehmen, aber ich mag die Weiterentwicklung nicht. Hat er gerade mit seiner Zunge angegriffen? Verdammt, das ist Pflanze. Wolli, magst du mir nicht mal unter die Arme greifen? Aber ja, Cortini kommt auf jeden Fall ins Team. Leider muss ich es zu Kotomi entwickeln, weil ich weiß, wann der Ewigstein kommt. Ist aber nicht allzu schlimm. Ich finde nur, dass Cortini viel, viel cuter ist. Macht das Schaden? Nein. Alles kein Schaden. Okay. Das ist mein Tackle ein. Wir wollen es ja nur schwächen. Wir wollen es ja nicht killen. Das dauert so lange. Ne? Ja, aber es ist genauso schwach. Okay. Ich will das in meinem Team. Weil das so cute ist. Und vielleicht habt ihr es ja schon erraten können. Mein Team besteht nur aus cuten Pokémon. Ja, ja. Und mein Trainer auch. Ist auch ein cuter Trainer. Vom Aussehen her. Ja, ja. Trippy. Und mein Trainer war gerade irgendwie despawned. Lol. Pokéball. Los. Kriegen wir es im First Try? Nein. Aua, aua, aua. Bitte lass das bitte. Tackle. Okay, nice. Ein Volltreffer war das sogar. Hör auf, verdammt, das macht zu viel Damage. Das macht zu viel Damage, ich muss austauschen. Mauzi. Ich bin mir bei Mauzi gar nicht sicher, ob ich ein Team haben will. Ich will eigentlich nur kurz zeigen, wie Mauzis Form aussieht und das war's dann eigentlich. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war, den jetzt rauszuholen, weil ich weiß nicht, ob man den auch auf anderen Accounts auf der Switch benutzen kann oder ob der jetzt nur für meinen Account da ist. Pro Switch so gesehen oder pro Game. Das wäre kacke. Achso, fangen wir mal. Stimmt. Komm, bleib drin. Ja! Nein! Was? Oh, nein, nein! Das macht zu viel Damage. Oh, wir müssen direkt wieder zum Pokémon Center rückeilen. Oh nein. Eva? Macht sogar die ganzen normalen Let's Go Sounds und nicht die normalen Evoli Sounds. Ist auch von der Farbe her das Let's Go Evoli? Ich weiß gar nicht. Nein, du Miststück. Egal, ich muss eh nicht mehr schwächen. Komm, ich will nur fangen. Ja? Ja? Yes! Oh, wir haben uns ein Cortini im Team! Ja! Epic, 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 epic! Wolli, Level Up! Cool, cool. Wann entwickelt sich Wolli eigentlich? Ich weiß, dass Wolli eine Entwicklung hat, aber ich weiß nicht, wie die aussieht. Ich weiß von allen Pokémon eigentlich nicht, wie die aussehen, von Entwicklungen. Außer von Hoplo, da wurde es mir gespoilert, der sieht richtig cool aus, aber egal. Cortini. Der Name erinnert mich immer an Houtini. Von daher nennen wir sie einfach Houtini. Cortini. Epic. So, jetzt schnell zurück. Yeah, yeah. Ich freue mich schon auf den nächsten Fashion-Laden. Da gibt es bestimmt auch viel coole Kleider. Das wird auch noch was Cooles. So, das Spiel gerade ein wenig gelaggt, aber das war jetzt vom Spiel selber aus, nicht von meiner Aufnahme. Nicht wundern, Jungs und Mädels. Leon, Alter, so cool. Rotomine. Du kannst gerne meinen Sixers haben, weil ich es leider nicht ins Team tue. Sorry. So, wir haben aber schon 5 Teammitglieder, aber Mauzi kommt auf jeden Fall weg. Und Evoli eventuell auch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute. So, mal werden das Pokémon auswechseln. Wir sind ein wenig zu stark. Ich würde gerne mal gucken, was Houtini so drauf hat. Yeah. Wir haben noch ein wenig Zeit. Das passt. Oh, und noch ein Detox!
Oder wie hieß das? Deponitox, ne? Die erste Entwicklung. Hier gäbe es noch einen Cortini. Oder? Ist das ein Cortini? Was bist du? Das ist kein Cortini. Doch, ist es. Okay. Sah gerade seltsam aus irgendwie. Los, Cortini. Los, Cortini. Cortini. Und was auch immer. Was kann es denn so? Gesang, Turbo, Dreher, Lock, Duft, Rasierblatt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich will aber das Deponitox. Lass mich bitte in Ruhe. Ich will das Deponitox. Deponitox. Oh nein. Vulcano, bitte. Warum bist du aus deinem Gras raus? Vulcano. Vulcano, bitte. Da ist irgendwas im Gras, das ich nicht sehen kann. Was ist denn das? Hä? Ein Pampudi, okay. Das ist aber nicht neu. Okay. Wollen wir es mal versuchen zu fangen? Ich weiß noch nicht. Können wir ja machen, wenn wir wollen. Ich weiß nicht, ob wir es wollen. Uff. Verteidigung steigt. Ist Rasierblatt effektiv? Ich versuch's mal. Ich weiß gerade den Typ von dem Vieh nicht, weil ich es halt nie gehabt habe. Hm. Oh! Das war tatsächlich effektiv. Dann machen wir doch das. Außer natürlich, ich entferne mein Mikro. Sorry. Sorry dafür. Das war jetzt echt nicht geplant, so ist mein Mikro irgendwie aus Versehen. Ausstöpsel das. Und so. Ja. Ein Volltreffer und es ist down. Juhu. Okay. Wir werden immer stärker. Wann kommt die Ponytox wieder? Oh Gott, nein, Vulcano bitte nicht. Da ist irgendwas im Gras. Ich hoffe aber, ich kann es sehen. Ich will die Ponytox haben. Vielleicht kommt das hier noch. Drei Heilbälle. Ui. Oh, da ist was. Ein Pam-Pam. Dam, da, dam, da, dam, dam, ein Pam, Pam, Pam. Ein Pam, 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 Pam. Was besiegen wir mal? Ey, was soll denn das hier? Da krieg ich Aggression. Rasierblatt. Na, ist mir zu schwach. Komm, Fleckleon, beeil dich. Irgendwie würde ich nur mit Fleckleon kämpfen. Einfach weil er stark ist und die anderen halt nicht. Oh Gott, aua. Tut mir doch nicht so weh, ey. Was ist denn los bei dir? Mensch, Mensch. Ich schmeiß dich ab. Nice. Mm-mm. Und Level 13 für Mauzi. Mauzi kann sich auch entwickeln zu Snobilikat. Hatten wir bisher noch nicht gehabt. Aber es wird bestimmt noch passieren. So, hier ist eine Trainerin, die mit uns kämpfen will. Dann machen wir's mal. Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Ist das so, Kleines? Schülerin Laura. Mit einem Pam-Pam. Süß, süß. Aber nicht so süß wie ich und mein Team. Haha. Da kannst du nichts gegen machen. Rosibot. Und damit ist auch offiziell konfirmiert, dass Cortini mein Pflanzen-Pokémon für das Team ist. Und Wolli mein Normal-Pokémon. Vielleicht sogar mit ein paar Kampfattacken und so. Also ja, Evoli und Mauzi kommen eventuell dann noch weg. Ja, ich habe ja mittlerweile drei Normal-Pokémon. Das ist ja nicht so mein Ziel. So. Bam. Ist mir eigentlich egal, dass wir mit Evoli gerade kämpfen, um ehrlich zu sein. Und zack.
Da bist du down, da bist du platt, wa? Nein. Fleck Leon, Level 17. Ich freue mich schon auf die letzte Entwicklung. Ich hoffe, die ist gut. Ich hoffe, so sie ist gut. Wie ich verloren? Habe ich einfach nicht genug über Pokémon gelernt? Anscheinend nicht. Wenn du lernst, Pokémon noch lieber zu haben, sammelst du dabei immer mehr Wissen über sie. Zum Beispiel, was sie sich leichter fangen lassen, wenn die KP verringern. Okay, ich habe vergessen, mit dir zu reden. Das reden wir nochmal mit ihr. Nächstes Jahr nehme ich definitiv auch an der Arena-Challenge teil. So viel steht fest. Okay. Wollen ja alle Texte sehen hier, ne? So langsam durch. Wir wollen nämlich keine Kämpfe haben. Das versuche ich gerade zu vermeiden. Dankeschön. Tipps für Trainer. Du kannst auch auf Routen dein Pokécamp aufschlagen. Beim Camping können deine Pokémon Erfahrungspunkte erhalten. Wenn du an einem geeigneten Ort zum Campen bist, kannst du auch die Zelte anderer Trainer besuchen. Ui. Cool, cool. Ein Feuerheiler. Dankeschön. Das ist aber sehr nett von euch hier. Tschüss, tschüss. Guten Tag und tschüss. Haha, jetzt habe ich auch zur Abwechslung mal einen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass mich gleich mal gucken, wie stark du bist. Gerne, gerne. Ich bin zu stark für dich, Schüler Joby. Mit deinem... Oh, ein Knospi, ich will auch ein Knospi haben. Oh Mann, ich will ein Knospi haben. Egal. Wir machen dich down. Aber am besten mit einem anderen Pokémon. Zum Beispiel mit Wolli. Lass mal Wolli mal wieder ran. Los, Wolli, it's your time to shine. Da setzt das Absorber ein, aber es bringt dir doch eh nichts. Tackle. Wir müssen auf jeden Fall neue Attacken beibringen. Also, Wolli müssen wir neue Attacken beibringen, auf jeden Fall. Verdammt. Wie viel heilt das? Bitte nicht so viel. Das war ein Volltreffer, deshalb wird das so viel abgesaugt. Tackle, los, Wolli, ich vertrau dir. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Noch ein Volltreffer? Hallo? Was soll das? Tackle. Ey, wehe, noch ein Volltreffer, ne? Okay, diesmal nicht. Ich bin so ein ganz, ganz kleines bisschen da. Das braucht doch niemand hier. Ich tackle dich weg. Wolli ist ein Profi. Die hat das alles schon mal gemacht. Nein! Jetzt ein Volltreffer. Natürlich nicht. Aber wir besiegen das Knospi jetzt. Tot, tot. Ah, es hat noch, ein zweites Pokémon, merke ich gerade. Ich sehe das leider nicht auf dem Bildschirm. Ich muss es immer so OBS sehen. Weil mein Bildschirm ist irgendwie so eingezoomt. Keine Ahnung. Hutudi Level 14 und Evoy Level 14. Nice, nice. Auch ein Cotini. Dann nehmen wir doch einfach gleich mal Mauzi. Jumba. Los, Mauzi. Cotini. Mogelhieb. Das nehme ich mehrmals. Und das ist sehr gut bei so einem Pokémon. Oder? War das nicht mehrmals? Ich habe gedacht, Mogelhieb wäre mehrmals. Aber beim ersten Mal einsetzen ist immer, dass die Pokémon zurückschrecken. Oh, ein Volltreffer. Geil, geil, geil. Blattwerk. Okay, hat nicht so viel Schaden gemacht, zum Glück. Schlitzen wir ihn nochmal auf. Wie es anhört. Bam. Nice. Gerade noch so gekillt. Nice, nice. Ach, Menno, wie blöd. Deine Pokémon sind einfach zu stark. Tja. So zu verlieren ist echt mies. Ich werde meine Pokémon noch mehr trainieren. Mach das, mach das. So, wir bewegen mal Fleck Leon nach vorne. Falls wir in den wilden Kampf geraten sollten. Komm mal raus, du. Was bist du? Egal, dann halt nicht. Hey! Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Ja, danke. Huch, wo hast du denn Hopp gelassen? Der ist schon vorgegangen. Typisch Hopp. Er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wobei du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Ja? Siehst du dieses Gebäude da drüben? Ja.
Das gehört dem Liga-Präsidenten Rose. Oder genau gesagt seiner Firma. Okay. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Gala-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fluchtseil hast du dir verdient. Dankeschön. Naja, damit können wir aus den Orten fliehen und dann kommen wir direkt am Eingang wieder raus. Oh, und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch wieder fit machen. Dankeschön. Bis Turfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehört eben auch zur Arena Challenge. Mach's gut. Und ich hoffe, ihr macht's auch gut, Leute. Wenn es euch mal wieder gefallen hat hier in Pokémon Schild, dann lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da. Vielleicht noch ein Abo, falls ihr neu seid. Wir haben hier ein Belebe gefunden. Das ist eine sehr epische Erfahrung, die wir gemacht haben. Das ist ein neues Pokémon. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Haut rein. Und ciao, schönen Tag noch. Tschüss.